Das ultimative Weihnachtsgeschenk. Opernpausen auf CD. Eine Oper ohne Pause. Das wäre wie die Callas ohne Skandale. Doch nur wenige geben es zu. Erst die gesellschaftliche Begegnung zwischen den Akten macht den Opernbesuch zum Kunstgenuss. Von Kulturmoralisten unterdrückt, blieb die Pause weitgehend ohne Beachtung. Doch nun haben junge Kritiker erstmals das Tabu gebrochen. Wir müssen wieder Bewusstsein für die Opernpause schaffen. Und die Opernpause damit aus der jahrhundertelangen Wahrnehmungsisolation herausbefreien. Die Pause muss wieder ihren festen Platz in der Geschichte der Kunst bekommen. Allein das ist unsere Zielsetzung. Dank dieser Kulturidealisten wird es gelingen, die Opernfans in Verzückung zu bringen. Pünktlich zum Weihnachtsfest ist es da. Das kompakte Geschenk für alle, die es ernst meinen mit unserem Kulturgut. Endlich kann die Opernpause sein, was sie immer schon war. Ein eigenständiges kulturelles Ereignis. Unser Ziel ist es, pausisches Schaffen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit wiederzubringen. Die Pause ist natürlich im Spannungs- und Entspannungsdualismus eines Kunstwerks unverzichtbar. Denn ohne die Entspannung ist man nicht fit für den nächsten Akt. Eine Pause, manche gehen nach Hause, manche trinken Brause, das ist der Zweck der Pause. Wie schön ist es, eine Wurst zu verzehren und gleichzeitig Opern anzuhören. Freunde des guten Geschmacks. Wir können auch eine. Gerade in früheren Zeiten, wo die Medienpräsenz nicht allgegenwärtig war, war die Pause in der Oper der Treffpunkt gesellschaftlicher Gruppen. Und in diesen Pausenaufnahmen ist eine solche Dichte an Informationen enthalten, dass man das empfinden kann, welche geschichtsträchtige Stimmung teilweise geherrscht haben muss. Opernpause in der Mailänder Scala 1955. Radieschen hageln auf die Callas. Jetzt endlich auch auf CD zu hören. Da läutet die Glocke, das ist ein Glück, die Pause ist aus, gehen wir zurück. Ohne Pausen drohen Opern zum Knisterkonzert zu verkommen. Meine absolute Lieblingspause ist die der Salzburger Festspiele. Das ist die Lila-Pause des schweizerischen Lichtimpressionisten Arnold Winkler. Der hat damals im Foyer Alltagsgegenstände in UV-Licht gezeigt. Heute ist dieser Kunstbegriff Lila-Pause zu Werbezwecken trivialisiert worden. Die Pausenproduzenten sind auf Erfolgskurs. Der Einstieg in die Börse steht bevor. Angemessene Büroräume wurden angemietet und eine Gesellschaft zur Förderung der Vervollständigung und Verbreitung klassischer Bühnenwerke gegründet. Da läutet die Glocke, das ist ein Glück, die Pause ist aus, gehen wir zurück. Damit nicht genug, nun geht es auch den Öffentlich-Rechtlichen an den Kragen. Wir haben auf unserer letzten Sitzung dieser Gesellschaft beschlossen, dass wir einen Antrag an die ARD machen werden. Wir haben vor, das Nachtprogramm, wo ja entweder ein Pausenbild oder nichts gesendet wird, dass ab sofort Opernpausen nachts gesendet werden, um diesen Missstand auch hier in dieser Richtung zu beheben.